So, hier wird fleißig Holzboden verlegt. Das kostet natürlich wieder Holz ohne Ende. Aber hey, wir haben ja ein bisschen was. Ein bisschen. Oh, wir haben noch eine Skulptur. Guck mal eine an. Die pflanzen wir dann hin. Wo pflanzen wir die hin? Ach, vier Formen, komm. Was soll's? Je mehr von diesen Skulpturen wir haben, desto schicker wird hier alles. Schaden tut's nicht. Dip, 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 dip. Ja, doch, das machen wir so. Das machen wir so, Freunde. Wir machen dann hier. Ich erweitere einfach das Lager. So Einzellager für Holz und so ein Schmarrn brauche ich eigentlich nicht wirklich. Wobei natürlich, warte mal. Warte mal. So ein Holzlager würde trotzdem Sinn machen. So ein kleines. Ich weiß nicht, wie viel wir dafür bräuchten. Wie viel haben wir denn? Ja, das sind schon ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 40. Das sind bestimmt 60 Slots, die wir da bräuchten. Das heißt. Das heißt, das heißt, das heißt. Strukturen. Ich nehme das nur mal ganz kurz hier zum Testen. Hallo? Ja, verdammt. So, das sind 9 auf 8. 9 auf 9, 9 auf 10, das sind 90. Wenn ich 90 nehmen würde. Wenn ich 90 nehmen würde. Und von den. Aus den 90 machen wir ein Holzlager. Das könnten wir rein theoretisch machen. Ist aber trotzdem eigentlich unsinnig. Es wäre nur für mich so ein bisschen für der Übersicht halber. Ist aber trotzdem Blödsinn. Wir lassen das, komm. Scheiß drauf. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Das ist nur der Übersicht halber, aber dazu haben wir auch das hier da sehen, weil sowieso was wir haben. Deswegen kack drauf, ganz ehrlich. Kack drauf. Wir machen hier ein fettes Lager. Und da passt die Sache. Dann hat sich das geritzt. Da ist die Sache geritzt, meine ich so. Machen wir noch schön Holzboden rein. Was? Die Pest? Oh, ne. Please not. Gil, wo bist du? Gil, Gil, Gil. Scheiße, ey. Warum kriegt er die Pest? Oh, Mann. Larry, du kommst hier ran sofort. Behandeln. Dreck. Hoffentlich schlägt sich das nicht auf die anderen noch nieder. Oh, hier hinten wird es mittlerweile wieder warm. Wir können hier wieder runterschrauben. Wie viel haben wir gerade draußen? 10 Grad, nice. Komm, dann machen wir hier auf 31 Grad. Hier hatten wir das auf, ja, auf viel zu viel. Wir können ja auf jeden Fall einen 10er runter machen, überall. 21. Ne, hier brauchen wir 31 wegen drei Räumen. Hier können wir definitiv runter machen. 41 zumindest, so. Läuft, Freunde. Hier haben wir 31, das können wir erstmal lassen. Wobei, hier ist, nee, hier ist ziemlich warm. Machen wir 25, so. So, jetzt ist die Frage, pass auf, jetzt ist die Frage, wenn wir das Lager... Können wir das ausblenden, umbenennen? Hm. Kann ich das erweitern? Erweitert Lagerzone 5. Ah, ja, ja, okay. Das funktioniert also, okay. Warte mal, ich speichere ganz kurz. So, Lagerzone. So. Nein, das ist doof. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte die erweitern, verdammt. Wie geht denn das? Hat er das jetzt genommen? Ja. Jetzt ist es ein Riesenlager. Yes, okay, perfekt. Geil. Dann brauchen wir nur noch gleich hier orbitale Funkfeuer. Natürlich, dass wir hier auch schön alles verscherbelt bekommen. Bis wohin reicht das Ding denn runter? Müssen wir trotzdem, okay. So. Ah.
Okay. Wir brauchen wahrscheinlich wieder drei, ne? Ja, wir brauchen sowieso drei. Das heißt, scheiß drauf, wir machen einfach hier in irgendwelchen Abständen drei Stück rein. Wie die jetzt geordnet sind, ist doch völlig kackenegal. Hauptsache, wir kriegen den Scheiß da drin verscherbelt, was wir da drin haben. So, diese Zwischenräume, die gefallen mir immer noch nicht so wirklich. Die sind so völlig nutzlos, aber naja, mein Gott. Dafür haben wir schön unsere Felder hier drin geordnet. Und wir können das Ganze ja schön anpflanzen. Das freut mich. So, wie sieht's denn aus mit unserem Essen eigentlich? Ich habe keinen Überblick mehr. Wir haben zu viel Leder und Rotz. Wie viel haben wir davon? Keine Ahnung. Ich sehe es hier unten nicht mehr in der Liste. Hier können wir doch mal gerade so machen. Nee, das ist nur Fleisch. Das ist nur. Okay. Ah, hier oben. Mahlzeiten. 244. Vielleicht lasse ich das doch mal so. Aber da muss ich jedes Mal suchen, was wir brauchen, wie viel Material wir haben. Wobei wir den Scheiß hier. Ach, kack drauf. Ich mache das so wie bisher. Das Wichtigste habe ich immer im Blick. Und die Nahrungspakete, das sehen wir ja, wenn es weniger wird. Das checke ich dann schon. Hoffe ich. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich hoffe es. So, damit haben wir dann auch das. Ah, die prügeln sich wieder. Jetzt prügeln sich immer mehr auch andere Leute miteinander. Das ist unfassbar. Ich kapiere das nicht. Naja, auf jeden Fall. Wie dem auch sei, wir machen jetzt mal hier auf jeden Fall natürlich noch Le Creme-Teppich rein. So wie wir es oben auch haben. Ich frage mich ja, warum hier der Boden anders aussieht als hier. Das liegt wahrscheinlich nur an der Lagerzone, ne? Der Cremeteppich ist recht weiß. Ich glaube, das liegt an der Lagerzone, dass die so ein bisschen. Dass die so drüber schimmert, scheint, wie auch immer. Bin ich mir ziemlich sicher sogar. Aha, guck mal, da kriegen wir wieder neuen Stoff. Pretty good. Reicht aber niemals, natürlich. Störung Batterie, das ist natürlich blöd. Da wird sich aber schon der Duck drum kümmern, denke ich. Warum haben wir eigentlich hier keine Teppichböden drin? Dann machen wir mal hier machen wir roter Teppich rein. Grüner, 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 grüner. So. Hier machen wir blauen rein oder roten. Ist auch scheißegal eigentlich. So, hier rot, rot. Ich weiß gar nicht, warum habe ich das nicht gemacht? So. Da sind die Einzeldinger da auch noch erledigt. Ich weiß nicht, ob das. Anführer Rotwild der Fraktion Engo vom Berg ist gestorben. Als Nachfolger wurde Erdferkel bestimmt. Okay. Engo vom Berg waren jetzt nicht unsere Freunde, glaube ich. Nee. Okay, ist die Frage, was das ausmacht, ob das überhaupt was ausmacht, oder ob das scheißegal ist. Ich glaube ja eher mal, das wäre scheißegal. Aber naja, wir warten mal ab. Vielleicht greifen sie jetzt auch öfters an, wer weiß. Das wäre, hätte ich natürlich nicht wirklich so Bock drauf. So, hier haben wir den Wald schon weg. Ich weiß gar nicht, wir können vielleicht noch ein bisschen hier mal weitermachen. Naja, so geht das wieder nicht. Aber so einzeln kann ich es wieder machen. So, dann machen wir hier noch ein bisschen. Ich mache das jetzt nur einzeln, weil die noch nicht genug gewachsen sind, ne? Sonst klappt das nicht. Weil hier unten, da werden wir, wenn wir irgendwann das Kühllager noch erweitern werden, dann hier ein bisschen ausbauen. Deswegen ratze ich hier schon mal ein bisschen Wald nach unten hinweg. Ja. So, erstmal. Lassen wir das erstmal so. Euch geht's allen gut. Wunderbar. Zumindest so gut, wie es euch gehen kann, nachdem ihr euch wieder alle geprügelt habt, ihr Pfosten. Und Gil hat die Pest, ja. Gil hat die Pest, das ist natürlich. Boah, schwer schon. Immunität 71%, okay, das geht. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier dranbleiben, dass die nicht. Nächste Behandlung in 2, alles klar. Piratenhändler. Okay, Ramsey, 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 Ramsey. Deine Aufgabe. Du bist gefragt, Mann. Wo ist er?
Er ratzt natürlich noch. Scheiße. So, er ist aufgestanden. Ja, was macht er? Er isst, okay. Dann kurz mal zum Piratenhändler. So, wir könnten. Was könnten wir? Medizin kaufen. Weiß ich nicht, brauche ich nicht. Sollen wir... Ach, scheiße, guck mal, was ich vergessen habe. Warum hat der Piratenhändler eigentlich so gut wie nichts? Das ist doch völlig lächerlich hier. Wir könnten Artilleriegeschosse kaufen, aber naja, können wir auch selber herstellen. Ist billiger. Medizin ist arschteuer halt bei dem. Ja, bringt nichts, glaube ich. Bringt leider nichts. Das wollte ich hier noch probieren. Hier hat eigentlich... Hat hier überhaupt irgendeiner... Okay, Metallfliesen hat einer hingebaut. Ja, ja, passt. So, Metallfliese kann ich auch gerade mal noch hier durch den Boden ziehen. Das machen wir noch. Und was ich probieren wollte... Was macht Ramsey? Hasenfleisch holen. Okay, alles klar, das ist okay. Legitim. Okay, das funktioniert. Hat die sich jetzt schon Dinger geholt? Geschoss geladen, tatsächlich. Ah, hier ist schon geladen, okay. Okay, das funktioniert anscheinend mit dem Lager. Und die Dinger gehen trotzdem kaputt. Ah nee, warte mal, das war vor dem Bau, glaube ich. Ich glaube, die gehen jetzt nicht mehr kaputt. Wir müssen mal drauf achten. Also 58 haben wir jetzt aktuell an Qualität. Das müssen wir, das ist wichtig, das müssen wir beobachten. Genevieve, du kannst auf jeden Fall wieder weg von dem Ding. Du kannst wieder weg, du kannst, was kannst du machen? Geh irgendwas machen, ja, keine Ahnung. So. Nur, dass er wegkommt. Zack, erledigt. Ah, mir gefällt meine Siedlung, also meine Kolonie hier echt gut mittlerweile. Wir sind echt ganz gut hier. Das ist ziemlich groß mittlerweile, muss man leider sagen. Die haben echt fette Laufwege. Aber, mein Gott, was soll's, ne? Ach, guck mal, die habe ich ganz vergessen hier. Das tut mir aber leid, liebe Bäume. Ihr kommt auch weg. Ja. Das Holz wird wieder mehr. Wir brauchen wieder Stoff. Warum wird hier... Ah, hier wird schon reingelegt. Okay, verstehe. Das ist ein ziemlich großes Lager. Finde ich gut. Da haben wir jetzt richtig fett Platz. Das sollte ein Weilchen reichen, ganz ehrlich. Ach komm schon, hört ihr mal auf, euch zu prügeln die ganze Zeit. Ich habe irgendwann wirklich nur noch Krüppel hier. Kleiner Finger rechts. Ja. Prellung, Narbe. Rechtes Ohr abgeschnitten. Ey, legt mich am Arsch. Das ist doch... Irgendwann nur noch Krüppel hier. Das ist unfassbar. Weil die einfach sich die ganze Zeit prügeln. Was haben wir denn hier temperaturtechnisch eingestellt? 41. Okay, da können wir mal runtergehen. Bisschen warm hier drin. So, hier können wir auch ein bisschen... Nee, nicht plus, sondern minus. Können wir auch ein bisschen runtergehen. Okay. Was haben wir hier? 23, 24 passt. Das ist super. Hier die Temperatur passt auch eigentlich. Dadurch haben wir auch wieder viel mehr Strom über. Weil die Dinger nicht so fett Strom ziehen hier, die Heizungen. Das ist schon übel. Freunde, ich bin jetzt gerade... wenn ich jetzt gerade auf die Uhr schaue, müssen wir ein Päuschen mal machen. Dass das wieder vom Schneiden her gut hinkommt. Und ich würde sagen, wir haben ordentlich wieder was geschafft. Wir haben ein neues Lager. Wir gehen jetzt mal die Metall... die Helme her... Haben wir eigentlich schon ein paar... Stahlmilitärhelm, baby bitches, yeah. So, unsere Stahlmilitärhelm. Ne, bei dem nicht. Produktion ist auch losgegangen. Das heißt, wir haben jetzt schon Leute mit, hier zum Beispiel den Tiger, mit Stahlmilitärhelm. Danach stellen wir Kevlar-Westen her. Wir forschen natürlich hier weiter an dem Raumschiff-Gedöns, was wir da alles brauchen. Tiere haben wir jetzt. Das läuft alles. Das funktioniert jetzt hoffentlich auch besser hier. Es läuft, Freunde. Es läuft. So, Pest. Ach du Scheiße, das habe ich ganz vergessen. Aber ist behandelt worden. Oh, verkaufen dich rechtzeitig. Der Gil darf nicht sterben. Das muss ich noch kurz abwarten, Leute. Freunde, Mann. Er ist kein Essen. Mann. Der darf nicht sterben. Guck mal, nur noch kaputte hier. Nur kaputte. Das ist ja unfassbar. Ich brauche doch irgendwann mal Medizinbetten. Wobei, eigentlich brauchen wir es nicht. Scheiß drauf.
Kriegen wir auch so hin. Gil, 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 Gil. Bitte. Tu es. Ja! 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 Thanks God. Thanks God. Gil hat überlebt. Wir speichern, ganz wichtig. Gil hat's überlebt. Wir sind immun geworden. Ah, schön. Die Kolonie, guck mal, wir gucken sie uns nochmal von oben an. Wir sind ziemlich groß mittlerweile. Hier unsere Generatoren. Läuft. Geil. Es könnte kaum besser laufen. Hier müssen wir irgendwann mal... da wollte ich ja mal reinschauen. Da werden wir so ein bisschen... wahrscheinlich wird es ein Selbstmordkommando, ich weiß es nicht. Hier werden wir nächste Folge wahrscheinlich mal reingucken. Das interessiert mich brennend einfach. Ich will wissen, ob da was ist. Ich will es einfach wissen. Und hier, das mit dem Wasser, da war ja anscheinend gar nichts. Da können wir, glaube ich, auch nichts machen. Ist uninteressant. Das würde mich aber schon sehr interessieren. Und sowas gab es ja, glaube ich, hier hinten auch nochmal. Irgendwo. Hier, genau. Das werden wir uns anschauen. Finde ich, ist interessant auf jeden Fall. Wenn wir dann halt auf die Fresse kriegen, dann ist das halt so. Dann laden wir einfach neu, macht ja nichts. Mufferlos. Es gibt Mufferlos. Wir müssen wieder zähmen anfangen. Okay. Wir haben wieder ein paar Aufgaben für die nächsten Folgen. Und ich sag mal wieder vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr immer noch dabei seid nach 87 Folgen, in denen ich teilweise wahrscheinlich sehr komisch spiele in den Augen von manchen. Und ja, ich kenne es natürlich auch, wenn man hilflos vorm Bildschirm sitzt und sich wundert, was macht der Pfosten da eigentlich gerade? Kenne ich. Ja, nochmal Grüße an Xarex, das jetzt in dem Fall. Kenne ich natürlich auch, ja. Aber so ist das halt nun mal. Ich kann nicht an alles denken. Ist ganz normal, wenn man sowas spielt, dann geht so das ein oder andere unter. Kennst du mit Sicherheit auch. Kennt ihr mit Sicherheit auch. So, jetzt aber erstmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüsschen, euer Skarok. Auf Wiedersehen.